Herzlich willkommen zurück, Freunde. Zu einer neuen Folge. Behind this door, I got a quick look. They got boxes of stuff, something metal and sharp. Don't get paranoid. It's my job to be paranoid, Lee. I got my whole family on this farm right now. How about you? What about Clem? Wir werden sie um jeden Preis verschützen. Beschützen natürlich. I'll protect her no matter what. I know you will. Look, that guy with Katya, what's his name? He locked it up real tight the second we came in. I definitely heard a noise back there, Lee. What? My point is, we gotta know for sure. So go find a hammer or something and I'll have this thing off in a second. You back me up in case them farmers come running. Hang on, man. Think this through. You smash the lock. Then what if it turns out you're wrong? You just fucked your chance to get a good meal in those kids you're trying to protect. Use your head, Kenny. All right, Professor. What'd you have in mind? Let me have a look at what we're dealing with first. Dann wollen wir mal schauen. Hey, Lee. You know how to pick a lock, right? No. Why would you say that? Well, you're, you know, urban? Oh, you are not saying what I think you're saying. Jesus, man, I'm from Florida. Crazy shit just comes out of my mouth sometimes. Sorry. What? See those screws? Instead of breaking the padlock, we can just take off the assembly, have a peek inside, and then replace it all again like nothing ever happened. All right, sounds like you got a plan. I'll hang around and keep an eye on that guy with the cow. Andy. Shit, I thought that was Danny. Whatever. Can I help you boys find something? Nicht wirklich. Ich sehe mich schon ein bisschen hier um. Just checking out the barn here. Never been to a dairy farm before. Just don't roam around without me or Danny. The farm can be a dangerous place. You know, the bandits and all. Sorry about your friend. Hey, do me a favor. Don't fuck around with this door, okay? Just, you know, Mama gets nervous. Andrew, I need your help again. No problem. Right away, Doc. Fand ich gerade übrigens wieder sehr, sehr witzig, der Dialog zwischen Kenny und Lee. Haben sie schon gut hingekriegt. Für alle, die das vielleicht nicht verstanden haben, das war, weil wir schwarz sind. Und ja, ich finde, schwarz ist kein rassistischer Ausdruck. Nur, um das einmal klarzustellen. Hey guys, seriously, don't fuck around with that. Come on, enough already. Okay, wir müssen ihn erstmal ablenken quasi. Reden wir erstmal mit Kenny. I still can't get that lock off the door. You probably just need a screwdriver or something. Okay, ein Schraubenzieher wäre nicht schlecht. Any thoughts on how to distract Andy? I don't know, man. Just look for something outside of the barn. We need him out of here. Wir brauchen auch erstmal einen Schraubenzieher, weil den haben wir auch nicht, wie wir bekanntlich wissen. Gehen wir mal raus. Und schauen mal, ob wir da was finden, ne? Ich hoff's doch mal. So, how does a woman like yourself run this whole place? Oh, I manage just fine. Plus I have my boys to help out. I couldn't do it without them. Direkt am Flirten hier, aber so wie es aussieht, hat er ja seine Frau verloren, wie wir wissen. Lily, Pavillon, ja gut, reden wir einfach nochmal kurz mit Lily. Vielleicht kommt ihr was Neues bei raus, man weiß es ja nie. Hi. Sieht nicht sehr gut aus. What's going on, Lee? Did something happen? There may be something going on with that barn. I'm telling you, Lee. The longer we stay here, the more trouble we're getting ourselves into. And what exactly do you think I'm supposed to do about it? If you want to go in there and start rooting through other people's shit, then get to it. But if it's up to me, we should just take our food and go. What were you and Kenny arguing about when I came back from the camp? He's losing it, Lee. He comes over and starts talking about searching the barn and that these people are hiding something. The way I see it, we just need to skip the dinner and get our food to go. But I'm starting to think your friend over there has another agenda. Und da hat er meiner Meinung nach auch komplett recht. After what Kenny told me, I'm starting to think they may be trying to hide something. You two are just asking for trouble. But if you insist on wandering around, I'd be careful, Lee.
I'm gonna go check things out. Watch yourself, Lee. Das werden wir auch, aber ich will ja jetzt wissen, was dahinter ist. Ja gut, den Strom abzuschalten wäre zu fahrlässig. Und dann einfach quasi über den Zaun drüber klettern. Da könnten viel zu viele Walker oder sowas kommen. Ach Quatsch. Oh. Wir können ihn also ausmachen. Power Switch. Funktioniert das auch? Oh ja. Warte mal, wenn wir den jetzt ausmachen, ne? Ich sag gerade noch, dass es ein Fehler sein kann, aber jetzt kommt er zumindest mal raus. Damn, this thing is the worst piece of shit. Something's always tripping the breaker. Aha. Okay, so kommt er jetzt zumindest mal raus. Wir brauchen aber auch mal einen Briefkasten. Wir brauchen aber erstmal noch einen Schraubenzieher oder sowas in der Art. Gehen aber erstmal hier hoch, können wir den reden? Sieht so aus. We'll finish talking later. You been getting along with Larry? Flirten gestört. He's just a big old sweetheart, ain't he? Don't know if I would have used those words exactly. Don't judge, honey. This world is bringing out the worst in people. But if you really look, you'll catch a glimpse of humanity every now and then. Gut, da wäre ich mir nicht so sicher, aber man muss schon sagen, gerade in dem Gespräch, in dem Ausschnitt, was man gesehen hat zwischen den beiden, muss ich zugeben, hat man wirklich ein bisschen Menschlichkeit in ihm gesehen. How's Mark doing in there? Best patient I ever had. Oh, my boys get so much as a scratch and start hollering. He could definitely teach them a thing or two about being tough. I'd still like to check on him. You're gonna have to trust me on this, Lee. I've helped stitch my share of wounds. I know what I'm talking about. Ja, okay. Ich glaube, das sieht auch so quasi wie eine Big Mama aus. Ich glaube, die weiß wirklich, von was sie redet. So, what are y'all keeping the barn back there? Besides cows, I mean. Well, someone's getting a little curious, aren't they? I don't mean to pry. It's nothing interesting, I can promise you that much. Just some odds and ends. Takes a lot to run a farm, you know. Da hat sie wohl recht. We ran into some trouble out there. I was just glad you two weren't hurt. Those bandits just don't know when to quit. But my boys, they can hold their own. Dein Junge, warum fallen wir ihm dienen? Before she died, we met a woman out there at her camp. She wasn't one of those bandits. Sounded like they did something pretty bad to her. And your marauders are still out there. I think all them folks out in the woods had drug problems. What does that have to do with anything? Means you can't trust them. Any of them. Think I'll go have a look around. Kinda peaceful out here, ain't it? Enjoy it while you can. You'll probably start hearing those monsters frying against the fence before too long. Ein bisschen creepy war es ja gerade schon, wo sie gesagt hat, solange du noch kannst. Na, anscheinend weiß hier keiner was von der Frau. Also ich glaube, dass sie alle genau was von wissen. Aber sicher sein kann man sich da halt nie. Hallo Danny. Hello. Glad I got to use her today. My girl here. Oh man, scheint so ein richtiger Ami-Fanatiker nach Waffe zu sein. Ich find's ja immer noch so krass, einfach, dass in Amerika jedes Kleinkind sogar schon Waffen hat. Ist sogar für Kleinkinder produziert, wenn aber zum Beispiel ein Überraschungseinfach verboten ist. Aber das ist einfach Ami-Logik, da müssen wir uns nicht drüber auslassen. Das ist jetzt ein anderes Thema. Du scheinst die Waffe sehr zu mögen. Really like that gun. What's not to like? Weiß nicht, sie kann Menschen umbringen. Just kinda creepy, that's all. Times like these, a 243 will keep you warmer at night than any lady I ever know. Alter. Jetzt wird's aber echt ein bisschen komisch. I saw a wheelbarrow over there full of garbage. Some bloody clothes. Things happen on a dairy. Cut myself darn bad just the other day. Blood everywhere. You seem okay. I'm tough. Ich merk schon und ich vertraue dir immer weniger, Kollege.
immer weniger. How do you run this place with just one cow? Used to have more. They get hungry too, or sick. Got your doctor friend here now, though. You guys must trade for a lot of fuel to keep the generators running, right? People get hungry, and a few loaves of bread fetch a high price. Y'all are luckier on this side of the deal now. I'm gonna go wait for supper then. It'll be a good one. Wollen wir doch mal auch hoffen. All fixed. That should make everyone happy. Na, nicht ganz. Ich würde gerade ganz gerne eigentlich nochmal einen Schraubenzieher finden, ne? Wir haben mal mit ihr jetzt komplett geredet. Da oben geht nichts mehr. Wir waren hinten. Hier am Lattenzaun waren wir auch. Den Generator benutzen. Ja, wie gesagt, haben wir auch schon mal. Wir gehen jetzt nochmal kurz rein. Vielleicht haben wir jetzt eine neue Auswahlmöglichkeit, um mit Kenny zu reden. Weil hier scheint ja wirklich nichts mehr zu sein, ne? Nope, da ist nichts mehr. Gehen wir nochmal rein. Und schauen wir mal, was es uns denn so bringen wird. Hi Kenny, ich glaube, ich habe da so eine Idee. Any thoughts on how to distract Andy? I don't know, man. Just look for something outside of the barn. We need him out of here. Ja, wir haben doch da was. Na, verdammt, ist hier dann jetzt hier vielleicht jetzt im Nachhinein irgendwo ein... Aber wir waren da doch schon, da war doch nichts drin. Beim besten Willen nicht. Können wir mit ihm nochmal reden? Hey there, Andy. Yeah. Ah. You got a screwdriver? For what? Never mind. Ach komm, hättest du dir doch irgendeine Ausrede schnell ausgedacht? Danny mentioned he needed something. Did he say what? Shit, I can't remember now. Sorry. Alright, alright. Be right back, Doc. Hm. Scheint ja schon mal geklappt zu haben. Jetzt brauchen wir noch schnell einen Schraubenzieher, verdammt. Vielleicht hat der Katja einen. How are the kids? They're doing okay. I never did thank you for saving Doc from the walkers back at Herschel's farm. Katja. Andy will be back any minute. Please hurry. Ja, wir brauchen aber einen Schraubenzieher, verdammt. You guys having fun? Uh-huh. Ach, komm schon, Clementine, like cow, Clint? She's pretty. Ach, verdammt. Hast du nicht noch einen? Komm schon, das kann doch nicht sein jetzt. I still can't get that lock off the door. Hm. You probably just need a screwdriver or something. Können wir das nicht mit der Axt oder sowas machen? Sag mal. Okay, let's do this. False alarm. Na. Verdammt, wir reden nochmal mit ihm. Ja. Danny needs something again. Alright, alright. Be right back, Doc. So, wenn wir jetzt nach da vorne gehen, ne? Wenn wir jetzt nach da vorne gehen, kommt er dann sofort zurück? Dann heißt das, dass uns wirklich noch was fehlt. Moment, wir schauen mal. Okay, let's do this. False alarm. Na. I'm back. Okay. Wir können es noch nicht mal. Wir brauchen noch einen Schraubenzieher. Verdammte Axt. Ich weiß nicht, wo ich einen Schraubenzieher herbekommen soll. Ich meine, hier drin war ja nirgends was. Hier musste aber... Nee, hier war gar nichts. Wir gehen das jetzt einfach nur mal durch. Ich meine, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wo das nämlich sonst sein soll. Futtertrog? It's a feeding trough. Immer noch nichts Neues. Wieder zurück. Verdammte Axt nochmal. Das darf doch nicht wahr sein. Na, hallo? Jetzt hier bitte einmal reingehen. Guck mal hier, was ist denn das hier? Können wir das nicht nehmen? Schubkarre, aber nichts, was wir gebrauchen könnten. Looks like a bunch of old dirty clothes. Ooh, smells pretty foul. Nope, auch nix. Ich meine, wir haben ja eigentlich schon alles durchgeguckt, aber ich bin gerade ein bisschen verzweifelt, um es mal ehrlich zu sagen, beziehungsweise um die Karten auf den Tisch zu legen.
Das Ding war ja leer. Empty. Immer noch nichts. Na. Hier ist auch nichts. Null. Hier vielleicht. Komm schon. Hier ist auch gar nichts. Wir können nichts machen. Nein. Nochmal zurück. Und dann schauen wir halt hier nochmal kurz rein. Eieieiei. Das erste Mal in diesem Let's Play, wo wir ein bisschen aufgeschmissen sind. Entweder ich bin komplett zu blöd, das gerade zu finden, oder es ist wirklich nicht ganz so leicht. Mit Katja können wir nicht nochmal reden. Mit ihm wird wahrscheinlich das gleiche rauszuholen. Oder mit Clementine jetzt reden. Ah, auch nichts Neues. Ja, das wissen wir ja schon. So, und hier unten können wir auch nirgends mal, oder? Ne. Wir müssen noch mal raus. Es muss doch verdammt noch mal draußen irgendwo dann was geben. Das darf doch nicht wahr sein. Wo ist hier der verdammte, verflixte Schraubenzieher noch mal? Hier können wir nirgends weiter, bedeutet hier kann ja nichts sein. Ach, ich bin... Ja, kann es sein, dass ich ein bisschen blöd bin? Ich will jetzt mal nur nichts sagen, aber guck mal, da hinten steht doch so ein... Na, Werkzeugkasten. Okay, ich bin blöd. Wahrscheinlich hat es euch schon die Hälfte von euch sich an den Kopf gefasst. Ja. Dann nehmen wir das Ding nochmal mit. So, und jetzt sollte es dann funktionieren. Heieiei. Kleiner Fail meinerseits, sorry Leute dafür. Aber jetzt sollte es doch funktionieren, oder? Sollte ich das Ding jetzt aber nicht erstmal noch ausmachen und dann nochmal reingehen? Vielleicht funktioniert das ja diesmal jetzt besser. Wir versuchen es mal. Braucht er nicht dafür theoretisch das andere? So, wir machen das Ding jetzt nochmal aus. Also braucht er dafür nicht theoretisch das Multitool? Zack. Zurück. Jetzt kommt er. Again. Ah. Hier können wir ja nichts noch irgendwie was machen, ne? Nee, aber jetzt versuchen wir es nochmal drin zu machen. Vielleicht brauchen wir das auch erst später mit dem Generator. Ja gut, ne, jetzt brauchen die halt nochmal was von ihm. Ich meine, das dritte Mal hintereinander ist ein bisschen auffällig vielleicht, aber hey. Versuchen wir einfach unser Glück. Sieht man so, als ob er sich erschrecken würde, wenn er reinkommt. So. Hey there, Andy. Ja. Gut, das haben wir jetzt schon, aber trotzdem. So, where do you keep the rest of the tools? Well, if you need something, just tell me what it is, and I can get it for you. Eh, not that important. Gut, dann fragen wir jetzt einfach mal. Why do you lock that door? Because we can't afford to lose our shit to the people in the woods. They come down here every once in a while, raid our stuff, even with the fence. Alrighty then. Ah, das darf doch nicht wahr sein. Bedeutet, es muss doch irgendwie draus mit dem Generator funktionieren. I picked up something I think could help with the lock. All right, good to hear. I tried distracting Andy, but he keeps coming back. There's got to be something out there you can mess with to keep him busy for a while. What about those generators? Jupp, das war ja das, was ich auch gerade gedacht habe. Sieht so aus, als ob wir anscheinend mit dem Werkzeug da ein bisschen dran rumfummeln können, dass das ein bisschen länger dauert. Ich hoffe, dass das keine fatale Entscheidung wird. Dass dann nicht genau in dem Moment dann Banditen kommen oder irgendwelche Zombies oder hast du nicht gesehen, die uns dann das Leben kosten könnten. Und ich habe jetzt schon Schiss vor der nächsten Entscheidung, wenn wir uns zwischen jemanden entscheiden müssen, weil ich sag's euch, Freunde, das wird bestimmt kommen. So, jetzt gehen wir hier nochmal ganz kurz dran. Generator benutzen. So, können wir hier jetzt nicht irgendwas machen?
Ah, doch hier unten, schau mal an. Access panel. Guess I'm gonna need a screwdriver for this. Ja, gut, dass wir ein Multitool haben. Hey. Wunderbar, der Plan scheint aufzugehen. Looks like that bell strap in the, whatchamacallit. Er hat keine Ahnung. Ow, damn it! Ding is moving fast. Und wird dann auch ganz schön schnell heiß. Ow, damn it! Ding is moving fast. Ah, okay, gut, dann machen wir einmal kurz so. Jetzt aber schnell dann. So, komm schon. There, that should do it. So. Und jetzt soll er doch nochmal rauskommen, der gute Kollege. Fucking Danny, where did he find this piece of shit? Oh, fucking thing threw a belt. Damn it all. Ah, son of a fuck. Oh, this take forever. So, und jetzt aber schnell rein hier. Mit ihm reden wollen wir auch gar nicht jetzt, sondern wir wollen jetzt endlich mal wissen, was dahinter steckt. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Schiss, bin aber auch sehr, sehr gespannt. Dann mal los hier. Einmal bitte rein. Zack. Und jetzt schnell, bevor er wiederkommt. Erstmal mit Kenny reden vielleicht? Okay. Nein, dann machen wir direkt hier mal ran. Oh Leute. Was ist denn jetzt los? Mom, Dad, dinner time! It's dinner time! Oh, nicht im Ernst. Okay, honey, let's get that. Dad! Dad! Come on! Let's eat! Kenny, come along, honey. Kenny, come on. Don't make the children wait. I'll make an excuse for you. Get that thing off. Ja, weil jetzt nochmal zu warten, Leute, das hätte ich nicht ausgehalten vor Neugier. Jetzt aber mal schnell ran hier. Zack. Nummer 1 ist weg. Nummer 2 folgt zugleich. Vielleicht aber die Schrauben aufheben wäre vielleicht ein bisschen eine bessere Idee, oder? Aber gut, ich weiß es ja nicht. Nummer 2. Und jetzt hier Nummer 3. Nummer 4 natürlich, meine ich. Oh Gott, jetzt wird spannend, Leute. Was ist dahinter? Tja, und was dahinter ist, das sehen wir dann in der morgigen Folge von Let's Play The Walking Dead. Tut mir leid für den miesen Schnitt, aber wie gesagt, ab und zu kommt das eben auch in diesem Let's Play vor. Wenn dir das Video gefallen hat, trotz dem miesen Schnitt, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und du wirst dann sehen, was hinter der Tür ist. Und zwar morgen. Bis dahin.